Also, es gibt nur zwei Institutionen, denen ich bedingungslos folge. Das eine sind Aufnahmeleiter und das zweite ist Bundesverfassungsgericht. Ja, ja, darf ich das auch noch erwähnen? Ja, was soll man denn machen? Ja. Fernsehaufnahmeleiter und Bundesverfassungsgericht, alles andere bin ich sehr kritisch, aber die beiden, da muss man immer. Ja, das ist richtig, weil es ist natürlich, Sie werden es ja auch schon gesehen, es kann gut aussehen, es kann ganz furchtbar aussehen. Ja. Ja, ich würde Sie gerne als erstes fragen, als die Gruppe Ulrich zusammengestellt wurde, was waren die Direktiven auf der einen Seite und was waren Ihre Vorstellungen über das, was Sie erwartet? Die Mitglieder der Gruppe Ulrich habe ich das erste Mal in Moskau, im Hotel Lux, im Zimmer in der Wohnung von Walter Ulbricht kennengelernt. Plötzlich hörten wir sind Gruppe Ulbricht, wir werden irgendwie zurückfliegen nach Deutschland. Es wurde uns überhaupt nichts gesagt. Und ich lernte nun plötzlich diese Mitglieder kennen. Einige kannte ich schon vorher. Karl Maron, den späteren Innenminister der DDR, von der Redaktion der Zeitung Freies Deutschland. Hans Mahle, den kannte ich schon seit 1941, auch in Karaganda. Also Maron und Mahle kannte ich. Fritz Erpenbeck. Den kannte ich von der Rundfunkredaktion. Der hat mich das erste Mal, hat er mich in die journalistische Arbeit und in Rundfunktätigkeit eingeführt. Das waren die ich kannte. Die anderen lernte ich, sah ich zum ersten Mal. Richard Gübner, Otto Winzer, Walter Köppe, Gustav Gundelach, die kannte ich überhaupt vorher gar nicht, weil man in Moskau während des Krieges eben in unterschiedlichen Institutionen tätig war und es nicht gern gesehen wurde, wenn man also sich da traf. Und da ging es ganz kurz organisatorisch zu. Ja, wir werden bald fahren, bald fliegen. Hier ist das Geld, was ihr noch braucht, Rubel und die alliierte deutsche Mark für das Eintreffen in Deutschland. Da und da wird Sachen zum Anziehen sein. Ein bisschen das Institut 205, Nachfolgeorganisation der Komintern, da gibt es eine Kleiderkammer. Und der, da gibt er die sowjetischen Dokumente ab. Mehr war nicht. Also wir wussten nicht, was das alles soll. Und dann fanden, also das war am 27. April, am 28. und 29. trafen wir uns nochmal, wieder total sachlich, ohne dass wir überhaupt wussten, was nun los ist. Am 30. April abends, am 29. April haben wir uns dann bei Wilhelm Pieck getroffen, die neuen Leute der Gruppe Ulbricht. So um einen Tisch rum und vor jedem stand ein Glas Wodka. Und dann war man vielleicht eine halbe Stunde zusammen und erzählte so. Und dann hob Wilhelm Pieck das Glas auf die erfolgreiche Tätigkeit in Deutschland. Und am nächsten Morgen, am 30. April um 6 Uhr, trafen wir uns alle in einem Nebeneingang vom Hotel Lux und da stand so ein kleiner Autobus. Und da fuhren wir dann zum damaligen Flughafen Aeroport und Ulbricht zeigte irgendwelche Dokumente. Wir wurden sofort durchgelassen, was sehr selten war, noch dazu zu Kriegszeiten und weit weg rausgeführt. Und da war ein Flugzeug, Propellerflugzeug, ein amerikanischer DC-3. Und da sagte Ulbricht, da gehen wir mal rein. Und dann flogen wir und noch während des Fluges, wusste ich nicht. Ist das eine kurze Kommandierung, ein kurzer Parteiauftrag? Da fahre ich kurz mal nach Deutschland und komme wieder zurück. Oder ist das für immer die Rückkehr nach Deutschland? Denn jeder von uns hatte nur einen ganz kleinen Koffer mit. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir tun sollten. Was unsere Aufgabe sein wird. Und dann flogen wir nach einer Stunde Zwischenlandung in Minsk, kurzer Aufenthalt. Dann flogen wir weiter und wir wussten nicht, wo wir landen würden. Und plötzlich ging das Flugzeug so runter auf einem ganz primitiven, das erinnere ich mich noch genau, Feldflugplatz, so eine Mischung zwischen einem Feld und so einem kleinen Behelfsflugplatz. Und natürlich wussten wir gar nicht, wo das war. Erst Jahrzehnte später wusste ich, dass das in der Nähe von Kalawa, im heutigen polnischen Kalawa, dem früheren deutschen Kalau war. Und da standen wir so rum
Und nach 20 Minuten kam ein höherer sowjetischer Offizier, begrüßte Ulbricht freundlich und nickte er zu. Und dann entschuldigte er sich sehr. Er habe nur einen Lastwagen. Und da stiegen wir in den Lastwagen, fuhren in den nächsten Ort, vielleicht eine Stunde, nach Skvertschina, dem früheren Schwerin, aber nicht dem berühmten Schwerin, sondern einem ganz kleinen Dorf in der Nähe der Oder-Neiße-Linie. Und da hielten wir und da wurden wir Abendverpflegung, Übernachtung und am nächsten Morgen standen die schönen Autos da. Schöne Autos mit sowjetischen Wimpeln, sowjetischen Chauffeuren, sowjetischen Offizieren und jeder von uns stieg in so einen Wagen und ich war natürlich neugierig und fragte den sowjetischen Offizier, ja, wohin geht das? Denn das wussten wir ja nicht. Also nur Ulbricht wusste es. Und er sagte bei jedem der Sabbat, wir fahren nach Westen. Und war sehr unwillig, dass ich überhaupt eine solche Frage stellte. Und dann fuhren wir, Seelower Höhen und dann bis Strausberg. Und in Strausberg war ein Riesendurcheinander. Das war also mit der größte Umschlagplatz der sowjetischen Truppen im Anfang Mai 1945 und hin und her. Und endlich kamen wir da durch, fuhren vielleicht noch 20 Minuten und hielten. Und der Ort hieß Bruchmühle, 35 Kilometer östlich von Berlin. Und da fuhren wir durch diesen sehr schmucken Ort, ziemlich wenig zerstört, und hielten vor, was mir damals ein sehr schönes Haus erschien, Buchholzer Straße 8, das Säulenhaus. Und da gingen wir dann rein und da war ein ganzes Haus für uns zur Verfügung. Heute steht eine ganz große Gedenktafel vor dem Haus. Und wir waren kaum angekommen, da kamen Offiziere der Polizeihauptverwaltung der sowjetischen Streitkräfte unter Oberbefehlmarschall Zhukov. Die offizielle Bezeichnung war 1. Bielorussische Front. Und diese Truppen der 1. Bielorussischen Front hatten Berlin, Brandenburg, Teile von Thüringen und so noch und sogar noch den südlichen Teil von Mecklenburg. Nur ganz oben und ganz unten waren andere, aber also das war die wichtigste, die Bielorussische Front unter Zhukov. Und da bekamen wir diesen hochinteressanten, schönen Ausweis. Auf Russisch, es wird bestätigt, dass der und der, in meinem Fall Wolfgang Leonhard, im Auftrage der Polizeihauptverwaltung der 1. Bielorussischen Front tätig ist. Und das war ungefähr der beste Ausweis, den man damals überhaupt haben konnte. Jeder Kommandant wusste, was Polizeihauptverwaltung der 1. Bielorussischen Front ist. Und immer wenn wir das zeigten, wurden wir sofort mit allem zugelassen, mit allem empfangen. Und dann gingen wir in das Gesellschaftshaus, das war damals das Casino der politischen Hauptverwaltung an der Fichtestraße 38 und da bekamen wir zu essen und Zigaretten und dann fuhr Ulbricht weg und wir anderen acht blieben und dann wurden wir eingeladen zu einer längeren Besprechung und eine Besprechung über die Situation in Deutschland und unsere zukünftigen Aufgaben. Die Besprechung fand auf Russisch und auf Deutsch statt. Alle Polizeihauptverwaltungsoffiziere konnten fließend Deutsch und waren für ihre Tätigkeit wahrscheinlich genauso ausgebildet worden wie wir. Wir hatten ja seit Anfang Februar 1945 unsere Instruktionsreferate und die stimmten überein mit dem, was die sowjetischen politischen Offiziere erhalten haben, also Vollendung der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848, kein Wort über Sozialismus, antifaschistisch-demokratische Republik, einheitliches Deutschland, Unterstützung der alliierten Besatzungsmächte, Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als endgültige Grenze, Bodenreform und Schulreform, keine politischen Parteien, sondern allmählich würden dann die Alliierten gestatten, eine deutsche Organisation und die sollte Block der kämpferischen Demokratie heißen. Und so diskutierten wir über die zukünftige antifaschistisch-demokratische Entwicklung. Ich war schon etwas skeptisch, es war sehr abstrakt. Ich habe gedacht, die wirkliche Situation kam, wie bei solchen Gesprächen üblich, nur selten zur Sprache. Dieser Walter Ulbricht, können Sie den mal beschreiben? Was war das für ein Typ Politiker? Was war das für ein Mensch? Walter Ulbricht war ein Organisationsfunktionär. Er lebte Organisation, Apparate, Personalien, einsetzen, absetzen. Er war sehr fleißig.
Er las alles, war immer sehr gut informiert und hatte sein Hauptinteresse galt, Apparate aufzubauen und zusammenzustellen. Ich erinnere mich an, da sollte man die Zentrale, das war schon im Juli, Zentralverwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge aufgebaut werden. Und Gustav Gundelach sollte der Präsident werden. Und Ulbricht hatte im Kopf, was man da in einem Zentralverwaltung für Arbeit und Sozialversorgung für Abteilungen braucht und wen man da einsetzt und wie. Und da habe ich das erste Mal das praktisch erlebt. Also da muss eine Gesundheitsabteilung, da braucht man natürlich einen guten Arzt, da nehmen wir den Erwin aus Rostock, der versteht was davon, aber zu weich. Da brauchen wir noch den Paul aus Erfurt zu seinem Stellvertreter. Der ist hart, der hat die politische. Sodass also er im Kopf hunderte, vielleicht tausende von Namen hatte und also das aufbauen konnte. Er interessierte sich wenig für irgendwas anderes. Wir sollten ja die Bodenreform vorbereiten. Und als Vorbereitung der Bodenreform nahm Ulbricht mich mit und wir fuhren durch die Mark Brandenburg in der Nähe von Kreis Kyritz. Und es war so sehr schön, das mal so zu sehen durch das Land. Ulbricht guckte gar nicht hin. Literatur oder Kunst oder Architektur interessiert ihn überhaupt nicht. Sogar, was mich wunderte, Marxismus, Leninismus interessiert ihn gar nicht. Das war der große Unterschied zu Wilhelm Pieck. Wenn man zu Wilhelm Pieck kam, der las noch Friedrich Engels, die Revolution, Kontrarevolution in Deutschland. Der bildete sich weiter, der alte Wilhelm Pieck. Ulbricht war das ziemlich egal. Ulbricht sagte mir nur, wir bekamen ja die Pravda, sag mal, wo steht was über Polen drin? Auf welcher Seite? Steht was über Deutschland drin? Auf welcher Seite? Wo steht das? Also rein funktionell, um in einem Kurzgespräch mit mir ganz kurz zu erfahren, aus der Pravda die politische Linie. Aber tiefere Sachen, das interessierte ihn gar nicht. Ein fleißiger Organisationsfunktionär, der sehr hart sein konnte, der kein rücksichtslos sein konnte, auch gegenüber eigenen Genossen, gerade gegenüber eigenen Genossen, wenn es nötig war. Der Schwierigkeiten hatte, Kontakt zu finden mit anderen. Der überhaupt gar keine Ausstrahlungskraft hatte, aber fleißig, Organisation, Namensgedächtnis, Beharrlichkeit, Rücksichtslosigkeit, das hatte Ulbricht. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn Ulbricht im Westen wäre, wo man ja doch ein bisschen Ausstrahlungskraft braucht als Politiker, ich könnte mir Ulbricht so vorstellen als Leiter einer Lebensmittelkette in Niedersachsen oder so, wo man also von einem Lebensmittelladen zum anderen fährt, guckt, ob da alles in Ordnung ist, ein bisschen umbesetzt, ein bisschen motiviert, ein bisschen droht, ein bisschen lobt. Also das Organisatorische, das wäre Ulbricht im Westen gewesen. Sie sind am 2. Mai das erste Mal nach Berlin reingefahren. Was war denn Ihr Eindruck von dieser besiegten Stadt, von diesem besiegten Volk? Am 2. Mai morgens fuhren wir, jeder hatte ja so einen Wagen, von Bruchmühle nach Ost-Berlin. Friedrichsfelde, dann Lichtenberg. Die damalige Zentrale war, der Zentralkommandantur war ja noch nicht in Karlsruhe, war ja in Lichtenberg. Kurze Begrüßung und dann noch ein bisschen durch Berlin durch. Und da sah ich die Trümmer. Ich sah die umherirrenden Soldaten der Wehrmacht, die überhaupt nicht wussten, was nun los war. Ich sah die Bevölkerung, teils erfreut, teils beängstigt. Viele waren froh, der Krieg ist zu Ende und der Nazisystem ist zu Ende. Manche wirkten sehr verängstigt. Mir unvergesslich waren die Fahnen aus den Häusern. Immer die weißen Fahnen als Zeichen der Kapitulation. Und, was häufig vergessen wird, sehr viel rote Fahnen als Zeichen der Begrüßung für die Rote Armee. Und dann viele trugen Armbinden. Weiße Armbinden trug fast jeder. Also ich kapituliere, ich mache keinen Widerstand. Manche trugen weiße und rote oder manche nur rote. Und man sah schon die ersten Aufräumarbeiten unter sowjetischer Besatzung
und die Berühmten, schon seit Mai, 2. Mai waren sie da, die Mädchen, die den Verkehr regelten, die Ruinen und so, machte auf mich einen bedrückenden Eindruck, aber er verging sehr schnell, denn er war ja überlebt, jetzt ist der Krieg zu Ende und jetzt bauen wir ein neues antifaschistisch-demokratisches Deutschland, sodass eigentlich die positive Zielsetzung die entsetzliche Situation übertünchte. Ich meine, Sie, trotz Ihrer Erlebnisse, Erfahrungen in der Sowjetunion, wo Sie ja den Stalinismus kennengelernt haben, hatten Sie damals noch die Hoffnung, dass es in Deutschland anders aufgebaut werden könnte? War das eine echte Hoffnung? Absolut echt. Man vergisst ja, dass die letzten anderthalb Kriegsjahre in der Sowjetunion voll verbunden war mit der Hoffnung, am Tag nach dem Ende des Krieges wird die Liberalisierung in der Sowjetunion beginnen. Da wurde sogar schon geredet, vielleicht mehrere Parteien. Überall hörte man, alle Verhafteten kehren aus den Lagern zurück. Man hörte sogar, dass die Kollektivwirtschaften aufgelöst werden und solche Sachen. Es war also eine Hoffnung, im Innern der Sowjetunion würde alles sich verändern. Noch mehr war natürlich die Hoffnung, in Deutschland wird alles ganz anders gehen. Kein Marxismus-Leninismus, kein Sozialismus, keine Diktatur des Proletariats, antifaschistisch-demokratische Entwicklung. Und davon war ich fest überzeugt. In gewisser Hinsicht waren das meine hoffnungsvollsten Wochen. Und am Anfang schienen sie sich ja zu bestätigen. Wir sollten ja in den 20 neue Bezirksverwaltungen aufbauen. Und in jeder Bezirksverwaltung von 16 Dezernenten sollten nur 3 Kommunisten sein. Und wir haben ja den Auftrag bekommen, Sozialdemokraten heranzuziehen als Bezirksbürgermeister und Bürgerliche mit Doktortitel in den ganzen westlichen Bezirken, parteilose Spezialisten. Gewiss, die 3 Kommunisten waren natürlich der Stellvertreter des Bürgermeisters, der Mann für Personalangelegenheiten und der Mann für Volksbildung. Das sind ja die 3. Und einen besonders zuverlässigen Genossen für den Aufbau der Polizei. Aber das heißt, wie Ulbricht es sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Aber das wurde verdrängt durch die Tatsache, dass die Mehrheit Sozialdemokraten und Bürgerliche sein sollten. Und das war ja für mich völlig neu, sodass ich damals absolut an eine antifaschistisch-demokratische Entwicklung in Deutschland glaubte. Aber Sie haben das Wort von Ulbricht schon erwähnt, da muss ja schon ein Zweifel drin gelegen haben, weil das ja schon sehr konkret... Wenn man nach langer Zeit des Stalinismus zum ersten Mal die alle anderen Dinge hört, erlebt und mitverwirklichen soll, dann verdrängt man ein paar Nebenbemerkungen von Ulbricht. Auch die andere ironische Nebenbemerkung, also für Kommunalpolitik, für Wasserversorgung, dann nehmen wir am besten Sozialdemokraten, die verstehen was von Kommunalpolitik. Das war ja nicht nur ein Lob, sondern auch Sozialdemokraten sind gut für kleine kommunale Dinge und wir machen die große Politik. Aber das verschwand gegenüber dem vielen anderen. Sie hatten ja nicht nur die Aufgabe, diese Bezirksverwaltungen einzusetzen nach diesem Schlüssel, sondern diese Bezirksverwaltungen mussten ja auch funktionieren. Es war ja eine gigantische Aufgabe, dieses Berlin neu zu organisieren, die Versorgung wieder in Gang zu bringen. Was würden Sie sagen, war das Vordringliche aus Ihrer damaligen Erinnerung, der Proporz oder die Tatsache, dass es funktionieren sollte? Beides gleichzeitig. Absolut. Der Proporz war sehr wichtig, weil wir uns ja völlig konzentrierten auf Norden, Westen, Süden und Südwesten. Das heißt auf die 12 Bezirke, in denen die westlichen Alliierten erwartet wurden, die ja dann am 3. Juli kamen. Und da war es sehr wichtig, dass diese so aufgebaut sind, dass die westlichen Alliierten das anerkennen würden. Und das war untrennbar verknüpft mit der praktischen Frage, Elektrizität, Wasser, Verkehr
und Gesundheit. Und das mussten wir auch. Also ich hatte Notizbücher voll, sowohl von präsumtiven Dezernenten, die Bürgerlichen mit Doktortitel, die Sozialdemokraten, die Parteilosen und die Kommunisten, als auch mit Ingenieuren und Technikern, die man heranziehen sollte, um die praktischen Fragen zu lösen. Und mitunter kamen die ja direkt zu einem, da schrieb man auf, Schöneberg dort und dort, ging zu den Leuten in Schöneberg und sagte, da nehmt ihr den ran und so. Ärzte kam häufig, hatte ich solche Verbindungen. Ich hatte also einen Block mit sowohl für die politischen Funktionen als auch für diejenigen, die dann in der Praxis alles organisieren würden, damit es alles schnell in Gang kam. Sehr schnell fiel ja dann die Entscheidung, doch die Kommunistische Partei wieder zu gründen. Der Vorlauf für die KPD war ja viel länger als für die anderen Parteien, die dann zugelassen wurden. War das schon klar, da soll eine dominante Kraft etabliert werden? Also so schnell war das nicht. Der ganze Monat Mai war nur Bezirksverwaltung, die 20, dann ab 10. Mai kam dann die Bildung des Groß-Berliner Magistrats, der ja auch nach dem ähnlichen Schlüssel gemacht wurde. Dr. Arthur Werner, Oberbürgermeister, ein Liberaler, und Stellvertreter Karl Maron von der Gruppe Ulbricht, Otto Winzer für Volksbildung, aber auch Ferdinand Sauerbruch für Gesundheit, Andreas Hermes, der spätere Begründer der CDU und früherer Reichsminister für Ernährungsfragen, Scharun für Bauwesen. Also das war schon eine imposante Zusammenstellung. Und das gab es am 17. Mai, und dann gab es noch die ersten Zeitungen, wurden herausgegeben, dann der Rundfunk, 10.11. Mai 1945, wo Hans Mahle von der Gruppe Ulbricht dann alles übernahm, sodass der Mai verlief noch völlig im Aufbau der Bezirksverwaltung und Beginn der Wiederherstellung der praktischen Fragen. Und erst am 4. Juni fuhr dann Walter Ulbricht, übrigens ohne das, uns etwas zu sagen, gemeinsam mit Anton Ackermann, der aus Dresden gekommen war, und Gustav Sabotka, der aus Schwerin gekommen war, fuhren nach Moskau. Und was da los war, das wussten wir gar nicht. Sondern die waren plötzlich nicht da. Und kamen ja dann zurück, etwa eine Woche später, und da war es wie ein Bienenschwarm. Da ging es dann los. Die Kommunistische Partei wird gegründet. Und das war für uns völlig überraschend, weil uns ja in Moskau noch gesagt wurde, es wird sehr lange dauern, bis politische Parteien zugelassen werden. Und wenn, wird es einen Block der kämpferischen Demokratie geben und keine Parteien. Und dann ging es ganz rasch zusammengestellt, kurze Instruktionen. Und Paul Wandel, Erpenbeck und ich wurden in die Mauerstraße 86 bis 88 geschickt, in ein zerstörtes, großes Gebäude, aber mit einer funktionierenden Druckerei, um die erste Nummer der Deutschen Volkszeitung herzustellen, mit dem Aufruf der Begründung der Partei am 11. Juni. Gleichzeitig wurde uns direkt schon gesagt, die KPD wird eine Partei sein, es wird also noch eine SPD, eine sozialdemokratische Partei geben, ein Zentrum und eine demokratische Partei. Also die Idee war vier Parteien der Weimarer Republik, und das war also die Grundidee. Und dann die Sozialdemokraten kamen ja 6 Tage später, am 17. Juni, und dann kam die Überraschung. Und da weiß ich noch, wir hatten ja jeden Tag Besprechungen, wie Ulbricht doch sehr misstrauisch wurde, als statt des Zentrums durch Friedensburg und Hermes die Idee einer christlich-demokratischen Union kam, als Sammelbecken aller außerhalb der SPD und KPD stehenden Kräfte, katholisch und protestantisch. Das war also sehr unangenehm. Und da sagte Ulbricht, es muss unbedingt eine zweite bürgerliche Partei noch da sein. Und da wurde Richard Gübner beauftragt, also mit den Liberalen. Richard Gübner war nicht gerade ein Typ, der für Liberale ansprechbar ist, aber er musste es halt. Und so dass am 25. Juni dann die CDU kam und am 4. 5. Juli die LDP. Und da wurde dann da sollte ein antifaschistisch-demokratischer Block gebildet werden.
Und die damals war, alle vier Parteien hatten noch 5 Repräsentanten. Und die CDU-Repräsentanten sagten, Block, das erinnert an Blockfahrt, das wollen wir nicht. Und da musste alles wieder eingestampft werden. Und stattdessen hieß es dann Antifaschistisch-Demokratische Einheitsfront. Und die erste Erklärung der Antifaschistisch-Demokratischen Einheitsfront, die war noch ganz im gemeinsamen Stil gehalten. Und das Erste, was so anzeigte, dass Ulbricht hoffte, dass die Kommunisten die stärksten würden, war die Ablehnung einer Einheitspartei. Denn damals, im Mai, Juni 1945, war das die allgemeine Auffassung. Es gab überall Partei der Werktätigen, Sozialistische Einheitspartei, den Namen gab es schon damals, Vereinigte Sozialistische Partei. Also die Idee, dass man gemeinsam, und da war es Ulbricht, der das verhinderte, ganz offensichtlich in der Annahme, die Kommunisten würden die stärkste Partei und wären dann in der Lage, die anderen zu monopolisieren und also eine führende Rolle zu spielen. Und das wurde ja dann aber wenige Monate später, schon im Oktober 1945, ich war ja damals im ZK der KPD in der Wallstraße, 76, 79 wurde bekannt, dass die SPD die stärkste Partei in der Sowjetzone würde. Und danach begann erst die plötzliche Wende für die schnellste Vereinigung der beiden Arbeiterparteien. Aber der Rückgriff auf die Parteienlandschaft der Weimarer Republik, wie es ja dann geplant war, das muss ja eine Menge Hoffnungen zerstört haben, denn viele wollten ja dass also der Bruderkampf der Parteien nicht weitergeht. Also da muss ja doch viel Energie abgeschnitten worden sein mit diesem Rückgriff auf die Weimarer. Es war nicht der Rückgriff auf Weimar, sondern man wollte vier Parteien links von der Mitte. Der Begriff Weimarer Republik fiel nicht. Im Gegenteil, schon im Nationalkomitee, wir wollen nicht zurück zu Weimar, sondern eine aktive Demokratie, eine starke, ja, antifaschistische Demokratie. Der Begriff Antifaschistdemokratie war das wohl das Entscheidende. Und ich war damals erfreut über die Breite, dass man nun also gemeinsam und gleichberechtigt, wie ich damals hoffte, nicht nur mit Sozialdemokraten, sondern auch mit der CDU und mit Liberalen gemeinsam etwas machen würde. Und später erkannte ich natürlich die Zielsetzung dabei. Die wirkliche Zielsetzung war, nicht alleine die Verantwortung für die schwierige Situation zu übernehmen, sondern möglichst breite Kräfte einzubeziehen, um von vornherein eine Opposition so schwer und gering wie möglich zu machen. Wie wurde denn damals innerhalb der Partei ein Mann wie Schumacher beurteilt? Ich meine, jetzt in der Zeit, wo es dann in Richtung ging, der Vereinigung, als diese Entscheidung gefallen war und diese, sagen wir mal, doch sehr anders eingestellten westdeutschen Sozialdemokraten unter der Führung von Schumacher. Können wir einen Moment eine Pause ja machen? Einen Moment. Mit dem Poststadion. Das Datum weiß ich nicht, es muss aber kurz vor der Vereinigung gewesen sein. 46. Manfred, weißt du das zufällig? Nee, ich weiß jetzt gar die, nicht. Der Augenzeuge, mal die Tür zu machen. Wie ging man denn um mit den Problemen, die ja in der Bevölkerung sehr stark waren, die aber natürlich von der sowjetischen Seite nicht gerne gehört wurden? Einmal Vergewaltigung, das zweite die Demontagen, das dritte die Flüchtlinge, die nun aus den Ostgebieten kamen. Das waren ja drei Punkte, die... Aber noch nicht im Mai. Nein, wir sind ja jetzt schon etwas später. Ach so, ja. Gut. Aber wie war, ich meine, das waren ja Probleme, die auch an Sie herangetragen wurden, wenn Sie mit der Bevölkerung gesprochen haben. So, was machen wir zuerst? Sozialdemokraten oder Ihre Frage? Das ist mir egal, wie Sie wollen. Überlasse ich Ihnen. Gut, dann also die Frage, wie wurde mit den heiklen Themen, für die Sowjetunion heiklen Themen umgegangen, wenn die an Sie herangetragen wurden? Die ersten heiklen Themen waren natürlich die Vergewaltigung und das Benehmen der sowjetischen Soldaten in Berlin.
Das kam schon auf Ende Mai 45, Anfang Juni 45. Gegenüber von der Prinzenallee 80, heute Einbeckerstraße 41 in Berlin-Lichtenberg, wo wir wohnten alle, war ein früheres KPD-Lokal, Gaststätte Rose, heute Gaststätte Liebezeit. Und seit dem 14. Mai fanden Aktivsitzungen statt von etwa 80 bis 100 Berliner Kommunisten. Und da wurde noch ziemlich frei da geredet. Und da standen ein paar Berliner Kommunisten auf und sagten also, wir müssen die Abtreibung von Vergewaltigungsfällen diskutieren. Antifaschistische eingestellte Ärzte haben uns gesagt, also dass die Frauen kommen total verzweifelt dahin und wir müssen das gestatten. Und da wurde Ulbricht bleich und so, und ich dulde keine Diskussion über Abtreibungen, über Vergewaltigungen, über das Benehmen der sowjetischen Truppen. Und da sagten die Kommunisten, wir müssen darüber diskutieren, die Bevölkerung diskutiert darüber, kein Wort mehr darüber. Und dann kuschten sie, und das war also das Erste. Innerhalb der sowjetischen Militäradministration, vor allen Dingen bei der politischen Hauptverwaltung, gab es schon sehr nachdenkliche Offiziere. Einer sagte mir, jeder Tag des Benehmens unserer Truppen wird uns in 10 Jahren Millionen politischer Rubel kosten. Es gab also schon politische Offiziere, die sich über diese Dinge Gedanken machten, aber das wurde eben nicht gestattet. In keiner unserer Zeitungen, keine unserer Veranstaltungen durfte das erwähnt werden. Das Zweite war dann die Demontage, und das kam erst im Herbst 1945 auf. Da gab es also Leute, die sagten, das geht nicht so weiter, wir sollen aufbauen, und die nehmen uns alles weg und das wird völlig unsachgemäß verpackt und transportiert. Wir verlieren es, ohne dass die sowjetischen Freunde davon irgendetwas haben, und da sollte man auch vorstellig werden, und das wurde auch abgewehrt. Und dann kam das Problem der Flüchtlinge, und die wurden ja dann in großen Flüchtlingslager, meistens im Osten der damaligen Sowjetzone, erst aufgefangen. Und das waren die schwierigsten. Da schickte man immer besonders gewandte Redner hin, weil die waren natürlich sehr anti-eingestellt. Aber es wurde auch versucht, unter den Flüchtlingen gleich zu versuchen, ihre Auffassungen zu revidieren und vielleicht einige von ihnen für die Entwicklung zu gewinnen. Sie haben, der Sie ja nun in der Sowjetunion aufgewachsen sind, mehr oder weniger, Sie haben 12 Jahre da verbracht, dann das erste Mal Kontakt gehabt ja mit Sozialdemokraten, die ja noch, sagen wir mal, aus der Weimarer Zeit heraus, die Sozialfaschisten und so weiter, die mit einem bestimmten Bild behaftet waren. Wie waren da Ihre Eindrücke? Für mich wohl das Allerbewegendste war, zum ersten Mal Sozialdemokraten, lebendige Sozialdemokraten zu sehen, die kannte ich ja nur als Negativfiguren aus der ideologischen Schulung her, und plötzlich wirklich lebendige. Das erste Mal, dass ich bewusst einen Sozialdemokraten erlebt habe, war am 13. Juni 1945 im Gebäude des damaligen Berliner Magistrats, Parochialstraße 1 bis 3, im dritten Stock. Stellte Ulbricht das KPD-Programm vor als Grundlage einer antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront. Und da waren ungefähr 200 Personen anwesend, aus den Aktivisten der ersten Stunde, von den Kommunisten natürlich die Gruppe Ulbricht, aber auch schon die Jugendlichen Heinz Kessler und Erich Honecker waren auch da, von der CDU Jakob Kaiser und Ernst Lemmer waren auch da. Und Ulbricht stellte das vor, und ich war erstaunt. Ich habe noch nie so eine kurze Rede gehört. In 12, 15 Minuten stellte er das vor. Also nicht mehr die früheren langen Reden. Und dann meldete sich Gustav Dahrendorf, der Sozialdemokrat. Und ging vor, hatte kein Manuskript, sprach lebendig und frei. Und erklärte, unsere neu gebildete Sozialdemokratie hat nichts zu tun mit der Sozialdemokratie der Weimarer Republik oder der Emigrationsführung. Wir haben unseren kommunistischen Freunden vorgeschlagen, eine einheitliche Partei, aber das haben sie leider abgelehnt. Wir machen jetzt eine neue sozialdemokratische Partei.
Und die hat mich sehr beeindruckt. Und unmittelbar darauf lernte ich dann die anderen Sozialdemokraten kennen. Die Reihenfolge war damals ungefähr so. Der wichtigste war natürlich Erich W. Gnifke. Denn Erich W. Gnifke hat die SPD damals gegründet in der Bülowstraße 7. Und den lernte ich sehr bald kennen. Der zweite war eben Gustav Dahrendorf, der schon im Februar 1946 in den Westen geflohen ist, weil Familienmitglieder wurden vom sowjetischen Geheimdienst also beauftragt, ihn so ein bisschen zu bespitzeln. Und das war für ihn entsetzlich. Der dritte war Max Fechner aus Berlin-Neukölln. Und an vierter Stelle erst kam Otto Grotewohl. Otto Grotewohl war ja im Mai 45 noch Hausobmann in der Motzstraße 4 in West-Berlin und spielte noch am Anfang gar keine so entscheidende Rolle. Und dann während der Vereinigungskampagne bin ich einfach wie viele andere Kommunisten auf die sozialdemokratischen Veranstaltungen gegangen.